helfen Sie Ihrer Kundin nun, sich ganz sanft und langsam auf die Steine zu legen. Als nächstes Chakra legen Sie bitte das Herzchakra, das befindet sich auf der Mitte des Brustbeines. Die gesteigerte Durchblutung können Sie daran erkennen, dass das Gesicht jetzt so ganz sanft und vorsichtig eine rosige Farbe annimmt. Kommen Sie nun zur Massage des Halses mit kalten Steinen. Nutzen Sie danach bitte einen zweiten Stein, den Sie dann mit ansetzen und auch mit dem zweiten Stein synchron auf beiden Seiten den Arm gerade und kreisförmig streichen. Nutzen Sie nun einen zweiten Stein und aktivieren Sie den Bereich oberhalb des Nabels und beginnen Sie genauso mit dem zweiten Stein auch den Darmverlauf auszustreichen. Im unteren Bereich der Rippen ziehen Sie dann in Richtung des Bauches direkt den Rippenverlauf aus. Umstreichen Sie nun ganz sanft das Sprunggelenk an der Innen- und Außenseite. Beginnen Sie nun nach dem Knie mit beiden Steinen mit geraden und kreisförmigen Streichungen den Oberschenkel zu massieren. Gehen Sie nun über zur Massage des Unterschenkels. Legen Sie bitte unter die Spannbereiche der Beine eine halbe Rolle, sodass die Beine gut gelagert sind und die Waden entlastet sind. Verwöhnen Sie nun mit einem heißen Stein ganz sanft die Kniekehle. Bitte achten Sie darauf, dass Sie sich mit dem Stein wirklich zwischen den Rippen befinden und nicht auf den Rippen. Bleiben Sie einen Moment mit beiden warmen Steinen auf dem Prozessus Mastoideus und geben Sie damit Ihrer Kundin einen kleinen Moment Ruhe.